einfach, das mit dem Bogenschießen. Dabei haben diese Blankbögen, mit denen Interessierte hier beim Frühlingsfest des BSC BB Berlin in den Bogensport reinschnuppern dürfen, gerade einmal eine Zugkraft von 14 bis 16 Pfund. Nicht einmal die Hälfte der Kraft, mit denen Sportschützen ihre Recurve-Bögen spannen. Eine, die das seit Jahren trainiert, ist die Abiturientin Saskia Gens. Ja, also beim Bogenschießen braucht man eigentlich ja viel Kraft, Koordination, mentale Stärke auch. Und ansonsten kann es jeder machen, also Behinderte, Blinde, normale Leute, sag ich mal. Wie bitte Blinde als Bogenschützen? Was zunächst wie ein verspäteter Aprilscherz klingt, ist für Thomas Giese seit einem Jahr Realität. Genau hier beim BSC BB Berlin kommt der 51-Jährige zum ersten Mal mit dem Bogensport in Kontakt, ist begeistert und bleibt dabei. Mit Erfolg. Im März wird der Kellner eines Dunkelrestaurants deutscher Meister der Sehbehinderten. Doch wie geht das? Bogenschießen ohne ein Ziel vor Augen. Wir haben verschiedene Hilfsmittel, also eigentlich mehr oder weniger zwei. Einmal auf dem Boden eine Markierung, sodass wir richtig zur Scheibe stehen, unsere Fußstellung richtig haben. Und noch für die Stützhand, also die Hand, die den Bogen hält, ein taktiles Visier sozusagen, wo wir den Handrücken nur anlegen, dass wir eine Orientierung im Raum haben. Wenn dann auch die Körperhaltung stimmt, reicht diese räumliche Orientierung den Schützen aus, um ihre Pfeile präzise ins Ziel zu bringen. Eine Fokussierung, die auch im Alltag weiterhelfen kann, findet jedenfalls Saskia Gens. Man merkt, dass es auch in der Schule einen ziemlich verbessert, weil man dieses Miteinander auch ziemlich gut lernt und auch für sich selber an seine Grenzen oft kommt. Und ja, wenn man mal was anderes machen möchte, was auch den ganzen Körper fördert und sich auch mental mit etwas beschäftigen möchte, dann sollte man Bogenschießen machen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, für den bietet der Bogensportclub BB Berlin bereits Anfang Mai wieder Schnupperkurse an. Infos auf www.bb-bogenschießen.de.